Eingebungen, mit denen ich empfangen worden bin, haben mich tief bewegt. Man darf meinen Besuch nicht nach demselben Maßstab messen, wie die üblichen diplomatischen politischen Besuche. Die Tatsache, dass ich heute nach Deutschland gekommen bin, bedeutet nicht, dass ich morgen woanders hinfahren werde. Wir Nationalsozialisten und Faschisten wollen den Frieden und werden immer bereit sein, für den Frieden zu arbeiten, einen wirklichen, fruchtbaren Frieden, der die Fragen, die sich aus des zusammenlebenden Völker ergeben, nicht mit Stillschweigen übergeht, sondern sie löst. Der ganzen Welt, die sich gespannt fragt, was das Ergebnis der Begegnung von Berlin sein wird, Krieg oder Friede, können wir antworten, der Führer und ich, mit lauter Stimme, Friede!